Hi bei Juli Boots on Tour. Wir sitzen im Auto und diesmal sitzen wir beide drin. Was gibt's denn heute hier zu machen? Deko. Deko? Na, da bin ich ja mal gespannt. Und zwar erzählt Julia euch mal, um welche Form von Deko es jetzt geht. Und ich nehme die Kamera dafür mal in die Hand. Aber erstmal unser Logo. Plopp! Ja, um welche Deko geht's? Ihr seht, ich habe hier ganz viele Fäden und wenn ihr unseren Instagram-Kanal verfolgt, dann wisst ihr, dass ich unglaublich gerne Makramee mache. Und das letzte Quäntchen zu meinem Glück hier in diesem Auto hat noch gefehlt und das war der Vorhang für die Tür. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit ein Video von einem Kanal gesehen, der also auch die Deko verändert hat und der hat sich einen Makramee-Vorhang gekauft und hat gezeigt, wie er ihn angebracht hat. Und mein Mann hat gesagt, Hase, das kannst du doch selber. Und die Gelegenheit habe ich genutzt und habe mich hingesetzt und habe einen Vorhang geknotet. Mit diesen ganz vielen Fäden hier. Im Ganzen seht ihr ihn dann erst, wenn er hängt. Im Grunde genommen ist dieses Knotendings die perfekte Art, sich zu entspannen. Ich habe also auch hier so eine Taschen geknotet, weil wir hier einfach auch noch Platz hatten, um so Kleinigkeiten zu verstauen, so Fernbedienung. Ihr seht ja, ne, Feuerzeug. Es darf nicht so viel Platz wegnehmen, nicht so viel Tiefe haben wegen des Hubbettes und deswegen habe ich lange überlegt, was wir hier machen können und dann sind mir die Taschen in den Sinn gekommen. Und auch die habt ihr ja bei Instagram schon gesehen, oder? Ja, bestimmt. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, hier soll das Teil hin. Es wird uns nicht vor viel Zeug schützen, braucht es auch nicht, weil dazu haben wir ja die Fliegengittertür. Und hier kommt das Hubbett lang und deswegen wird es also recht knirsch. Und die Latte, die das trägt, also gar nicht die Latte, es ist ein Rundstab, ein Buchenholzrundstab, den du im Baumarkt gekauft hast. Genau. Und den bringen wir da jetzt an und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Und ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt. Und los geht's. Also ganz simpel. Den Rundstab Rundholz gekürzt, ein Loch reingebohrt, dass die Schraube da gut durchpasst, vorgekraust, dass der Schraubenkopf verschwindet. Julia hat euch ja schon erzählt, um was es genau geht. Und sie hilft natürlich auch beim Festhalten, weil mit drei Armen und so wird es schwierig bei mir. Na, dann gucken wir mal. So, als erstes müssen wir das Ding befehlen. Ja. Sonst wird das nämlich nüchtern. Jetzt mal die Schrauben mal wieder raus. Gibt es dann innen und ein außen und vorne und unten? Das ist egal, es ist erstmal bei der So sollte das passen. So, jetzt die beiden Unterlegteile. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Platz zwischen Stange und Befestigungsmöglichkeit und da haben wir uns überlegt, nehmen wir doch hier meine passenden kleinen Makramee-Perlen als Abstandshalter zur Decke. Stimmt mal so ein bisschen drauf. Und dann auch schon. Genau. So, also, dieses Teil, wir dachten, das ist Holz, ist aber Metall, muss ich also erstmal vorbohren. Moment. Zweiter Versuch.
das war's schon. Oder? Ja, und jetzt einmal ein näherer Blick. Also einfach angeschraubt die Abstandshalter, damit die Ringe, danke. So, und das ist dann praktisch unser Sichtschutz. Genau, es ist ein Sichtschutz, wenn wir die Tür offen haben. Das war dann praktisch, ja. Nicht trotzdem auch mal sich hier hinhocken kann oder da drin irgendwas machen, im Auto hier irgendwas machen kann, ohne dass man immer gleich bis durchgucken kann. Also ich mag das schon, die Tür offen zu haben, aber ich mag es nicht, wenn man mir dann, wenn ich mich hier mal lang mache, dann auf die Füße guckt, weil ich hier rumliege, faul. Also, was sagt ihr? Erstmal, was sagt ihr zu dieser absolut genialen Knotentechnik? Ja? Eine Wissenschaft für sich. Und wenn sie ehrlich ist, gibt sie zu, sie hat es auch ein paar Mal wieder aufgeknotet. Genau einmal habe ich aufgeknotet. Okay, weil du dich verknotet hast. Nein, weil es mir nicht gefallen hat. Ach so, okay. Gut, und dann soll das Ganze, zeig mal, denn wenn es offen ist. Dann können wir es hier rüberschieben. Und wenn es festgemacht werden soll, werde ich hier noch eine Befestigung machen und hier den Haken nutzen von der Tasche und das einfach festtüdeln, sodass es also auch, wenn wir fahren, weil wenn wir fahren, ist der Vorhang natürlich offen, weil wir immer das Fenster hier nutzen. Für nochmal den Blick nach draußen, den Kontrollierenden. Für den toten Winkel vom Fahrer. Damit es nicht hin und her rutscht, machen wir das dann hier noch fest. Das muss ich aber erst noch basteln. Gut, ja, also das war's schon. Was haltet ihr von unserer Deko.de? Macht mal einen Däumchen oder einen Kommentar. Ja, über einen Kommentar würde ich mich total freuen. Das war ja der kleine Basteltipp von Juli. Deko-Tipp. Deko-Tipp, ja, Deko-Tipp und Sichtschutz-Tipp. Und ach, was weißt du? Ach, und überhaupt wollten wir euch einfach mal zeigen, wie ich unser Wohnmobil durch und durch dekoriere. Ich habe schon langsam keinen Platz mehr. Es wird langsam eng. Brauche ein neues Wohnmobil. Macht nichts, kaufen wir uns einen größeren. Alles Quatsch. Also, wie gesagt, vielen Dank für eure Kommentare, wenn welche kommen. Lasst uns ein Abo da. Ein paar Kommentare, die Glocke aktivieren, ganz wichtig. Dann seht ihr, wenn ein neues Video von uns hochgeladen wird. Und begleitet uns weiter auch auf Instagram und Facebook. Genau, blende ich euch ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Juli Butz on Tour. Ciao. Tschüss.